Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute am 26.05.2020 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Ja, heute möchte ich mal das Thema Briefmarken der Pitcairninseln behandeln. Was sind die Pitcairninseln? Ja, die Pitcairninseln, ihr kennt die vielleicht, die wenigsten kennen die Pitcairninseln, aber mehr von euch kennen sicher den Film Die Meuterei auf der Bounty. Und die Pitcairninseln sind diese Inseln, wo die Meuterer, also ein Teil der Meuterer, Zuflucht fanden und dann schließlich die Bounty dann in der Bucht davor versenkten. Und das überlebten da ein paar, die dann, ja, 30 Jahre später war das dann schon fast, wieder von den Briten wieder entdeckt wurden. Ja, die Pitcairninseln. Ja, bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Dazu bitte den Abonnieren-Button anklicken. Und wenn ihr daneben die Klingel Klingelingeling noch anklickt, dann bekommt ihr immer meine neuesten Filme mit. Aber nun zu den Pitcairninseln und ihren Briefmarken. Die Pitcairninseln sind eine ziemlich isoliert gelegene Inselgruppe im südöstlichen Pazifik. Sie bestehen aus mehreren Inseln und da ist aber nur eine davon besiedelt, nämlich die Vulkaninsel Pitcairn. Sie ist 4,5 Quadratkilometer groß und da leben gerade mal, also 2017 lebten da gerade mal 39 Einwohner, die so mehr oder weniger alles Nachfahren der Bounty People sind, also von den Meuterern. Das sind Mischlinge aus Polynesien und Briten praktisch, also aus den britischen Flüchtlingen. Ja, die Pitcairninseln sind bereits so ein britisches Überseegebiet, britische Kolonie, und sie geben seit 1940 auch eigene Briefmarken heraus, obwohl ja nur so wenig Einwohner sind, aber dadurch wird natürlich auch das eine oder andere auf der Insel, denke ich, finanziert. Und bis ins Jahr 2010 wurden 822 verschiedene Ausgaben im Mich sind etwa 822 verschiedene Ausgaben im Michel-Katalog notiert. Man findet die Ausgaben der Pitcairninseln im Australien, Ozean, Antarktis, Michel-Katalog, Band 2. Ich habe hier einen von 2012/13. Bevor ich auf die Briefmarken eingehe, möchte ich noch vielleicht ganz kurz auf die Geschichte der Inseln eingehen. Also früher lebten da mal so bis etwa 100 Polynesier auf der Insel. Die wurden laut archäologischen Studien eines Marshall Weisler um das Jahr 800 wahrscheinlich besiedelt. Wie so oft gingen die Menschen halt mit der Natur schlecht um und dann war bald kein Holz mehr da und so weiter und so fort durch die Entwaldung und Überbevölkerung. Und da brach diese Bevölkerung zusammen und irgendwann nach 1500 starb sie dann aus oder verließ dann die Inseln. Und die Insel war dann verlassen, als ein Herr Pitcairn, nämlich der Robert Pitcairn, im Juli 1767 diese Insel, die mittlerweile von Menschen verlassene Insel, wieder entdeckte. Dann brach er 1789, man kennt es ja von den Filmen, von der Meuterei auf der Bounty, da hat sicher der eine oder andere den Film schon gesehen, deswegen will ich jetzt auch nicht weiter auf die Meuterei eingehen. Da weiß man viel. Vielleicht noch ist dazu zu sagen, dass der Captain Bligh nicht so ein Unmensch war, wie er oft in den Filmen dargestellt wird. Und er war zudem ein begnadeter Navigator. Als er dann nämlich mit Teilen der Mannschaft in ein offenes Boot ausgesetzt wurde, gelang es ihm auf einer 6700 Kilometer langen Fahrt von den Gewässern um Tonga, das ist im Westen Polynesien, bis zur Insel Timor zu fahren. Das war eine sehr große Leistung, das überhaupt bewerkstelligen zu können und sowas zu überleben. Es wird ja auch dann in den Filmen oft dann dramatisch geschildert, wie die diese Fahrt bewältigten. Ja, und die Meuterer, die fuhren ja zurück nach Polynesien, zurück auf Tahiti. Mit der Fletcher Christian war ja der Hauptperson der Meuterer und die hatten natürlich Angst, dass irgendwann die Briten wiederkommen und sie verhaften und dann aufhängen würden. Deswegen verließ er dann heimlich in der Nacht mit nur 8 Männern, das war nur rund ein Drittel der Meuterer, erneut Tahiti und
Von den Eingeborenen schlossen sich dann noch 12 Frauen und 6 Männer an. Das wird in den Filmen dann auch immer noch gezeigt und dann entdecken sie halt, dann stellt Christian halt dann fest, nachdem sie ziemlich lange herumgesucht haben, dass diese Bitcoin-Insel ziemlich geeignet ist, da sie falsch, irgendwie war sie falsch in den Karten eingezeichnet und man konnte auch zwar davor ankern vor der Küste, aber da war kein Hafen und da konnte man eigentlich dann nicht mit dem Schiff direkt anlegen. Und daher war das als einsame Insel für die Meuterer absolut gut geeignet. Denn es boten sich da ideale Bedingungen, da gab es eine Süßwasserquelle und es gab eine fruchtbare Vegetation. Ganz so schön, wie sie die Meuterer sich das dann vorstellten und wie man dann vielleicht illusionär in den Filmen dann denkt, dass denen dann besonders gut ging, war es dann leider doch nicht. Denn es brachen dann allerlei Streitereien zwischen den Meuterern aus. Da ging es einmal um die Frauen und dann Eifersüchteleien, Alkoholismus und so weiter und so fort. Und dann traten halt, ermordeten sich praktisch die männliche Bevölkerung bis auf 2 Personen mehr oder weniger. Also die ganzen männlichen Polynesier wurden ermordet und auch von den Briten überlebte dann nur noch der John Adams und Edward Young. Und die begannen die beiden danach zu denken und sie begannen dann das Christentum ernst zu nehmen. Sie hatten ja dann die Bounty-Bibel mit heruntergenommen, die gibt's, kann man heute noch bewundern. Und das war dann eine Grundlage für die Gesellschaft dann auf der Insel. Und so gelang es dann, also da Ordnung zu schaffen und zu überleben. Und erst im Jahr 1814 wurde dann die Insel von 2 britischen Fregatten angelaufen und wiederentdeckt. Und da war man ganz verwundert, dass da Europäer auf dieser Insel leben. Und dann stellte sich halt heraus, dass das die Nachfahren der Bounty waren. Zu der Zeit lebte als letzter Meuterer nur noch der John Adams. Und weil der da so alles so toll christlich und zivilisiert organisiert hatte, begnadigte man dann ihn, also nahm ihn dann nicht mit nach Großbritannien mit und er wurde dann nicht vor Gericht gestellt und er starb dann eines friedlichen Todes am 5. März 1829 auf den Pitcairn-Inseln. Und so ist auch der einzige Siedlungsort auf den Pitcairn-Inseln nach ihm benannt, nämlich die nennt sich Adamstown, also nach John Adam. Pitcairn wurde dann 1838 britische Kronkolonie. Und im Jahr 1902 annektierte dann mehr oder weniger Großbritannien die restlichen Inseln der Inselgruppe. Die sind aber, da leben gar keine Menschen, die sind absolut unbevölkert. Und seit 1946 steht laut Wikipedia das Territorium auf der UN-Liste der Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung. In den 80er Jahren versuchte dann ein US-amerikanischer Multimillionär die Inseln vom Großbritannien zu erwerben, das gelang ihm dann nicht. Er wollte es dann halt irgendwie touristisch nutzen und da auch einen Flugplatz und so weiter anlegen. Also der hatte da so ein paar geschäftliche Ideen. Und dann gibt es noch seit 1992 ein Projekt der Mikronation Fürstentum Fredonia. Die bemühen sich auch irgendwie die Pitcairn-Inseln von Großbritannien abzukaufen. Aber Großbritannien besteht weiterhin auf dem Besitz der Inseln. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich mal zu den Briefmarken. Da habe ich eine kleine Sammlung, auch mit den ersten Ausgaben von Pitcairn und die zeige ich euch nun. Ja, hier sieht man einen Teil meiner Pitcairn-Sammlung, alles sehr eng gesteckt. Das muss ich mal umstecken, das ist auch alles ein ziemliches Durcheinander. Ich werde daher jetzt mal einzelne Briefmarken herausnehmen, so dass wir die etwas detaillierter anschauen können. Ja, hier sind mal einzelne Ausgaben des ersten Satzes, der 1940 herausgegeben wurde. Interessant vielleicht, hier sieht man John Adams und sein Haus im Hintergrund. Und hier sieht man die berühmte Bounty-Bibel, das ist die 4 Penny. Und wenn man jetzt hier den ganzen Satz, der Höchstwert wäre jetzt der 2 Schilling Sixpence, den habe ich jetzt hier leider nicht. Ja, ich habe hier noch eine weitere, die 3 Penny. Die kann man vielleicht noch zeigen, das zeigt die Lage, wo die Pitcairn-Inseln liegen, irgendwo da hinten also. Und der gesamte Satz notiert postfrisch im Katalog 65 Euro, im Katalog 2012 wird vielleicht so um die 20 Euro gehandelt. Neben der 2 Schilling Sixpence und der 8 Penny ist die
wertvollste Marke mit diese 4 Penny. Da habe ich sogar das Glück, dass ich hier ein waagrechtes Bärchen habe. Das notiert die Einzelmarke 18 Euro von mit der Bounty People. Und die zwei werden ja dann, also diese zwei Marken, die dürfen wir schon einen Handelswert von etwa 10 Euro ansetzen. Ja, hier sind wir die Insel, das sieht man klar, das ist eine Vulkaninsel. Und hier sieht man auch die Bounty. Schauen wir mal nach, ja, das ist die Bounty, die dann in der Bucht davor dann versenkt wurde. Ja, nach den obigen Ausgaben, hier sieht man, glaube ich, Fletcher Christian noch, also den Kopf der Meuterer. Gab es dann noch so weitere allgemeine Ausgaben noch aus der Zeit von George VI. Und danach folgten die Ausgaben mit der Queen Elizabeth. Hier habe ich den Freimarkensatz von 1957, von dem habe ich leider nur die Halbpenny, die ist auch nicht viel wert. Und es zeigt hier eine Keulenlinie, die halt auf den Pitcairn-Inseln wachsen. Ja, im Jahr 1964 kam ein weiterer Freimarkensatz heraus, der optisch sehr schön aussieht, auch wieder mit der Queen Elizabeth natürlich drauf. Und das sieht man hier mal einmal Schiffe. Hier sieht man die Bounty zum Beispiel. Hier sieht man ein Walboot. Hier sieht man auch ein Walboot mit Walfängern, die gerade die Bucht von Pitcairn verlassen. Und dann sieht man hier allerlei schöne Vogelmotive von der einheimischen Vogelwelt. Hier, das ist der zweithöchste Wert, der 4-Schilling-Wert dieses Satzes. Und der zeigt hier eine Purpurfruchttaube. Und hier sieht man bei der 2-Schilling-Sixpence einen Sturmvogel. Und hier einen Henderson Lory. Also die sehen optisch sehr schön aus. Der komplette Satz hier, bei mir fehlt jetzt der Höchstwert, der wird vielleicht postfrisch so um die 10 Euro gehandelt und gestempelt wohl irgendwo so 5 bis 6 Euro, denke ich. Also alles erschwinglich. Ja, jetzt zeige ich euch noch ein paar modernere Marken. Hier ein Block von 1989. Im Jahr 1989 wurde mit vielen Briefmarken das 200-jährige Jubiläum der Meuterei auf der Bounty sozusagen mit den Briefmarkenausgaben feierlich begangen. Und hier sieht man die einzelnen Farben der Bounty von Tahiti aus, als die Meuterei ausbrach. Und hier ganz rechts sieht man jetzt da die Pitcairn-Inseln. Das war dann die letzte Vater-Bounty, denn sie wurde ja dann vor der Pitcairn-Insel versenkt. Ja, und hier sieht man, wie Captain Bligh auf dieses kleine Schiff ausgesetzt wurde, wo er dann so viele 1000 Kilometer auf offener See, auf dem offenen Pazifik bei Wind und Sturm zurücklegte. Also das war eine meisterliche Leistung, diese Schifffahrt. Ja, hier sind wir eine schöne Ausgaben, also ein Block und Briefmarken zum Thema Korallen rund um den Pitcairn Islands und in der Region. Sieht also auch wunderschön aus. Ja, und auf diesen Viererblocks vom Jahr 1999 sehen wir wieder John Adams, nachdem ja auch die Hauptstadt benannt ist und der dafür für das Überleben eigentlich mehr oder weniger der Bewohner in geordneten Verhältnissen sorgte, nachdem es vorher Mord und Totschlag gab. Ja, und auf diesen Briefmarken, auch wieder modernere, sieht man allerlei Schiffe, die rund um den Pitcairn Islands herumfuhren. Also teilweise mit dramatischen Bildern. Hier sieht man da so eine stürmische Brandung, hier auch ein Segelboot in der Brandung. Also das sieht alles optisch sehr schön aus. Hier haben wir noch ein weiteres, noch eine weitere Marke mit Schiffen. Ja, und dann gab es natürlich auf den Pitcairn-Inseln sowie in den anderen britischen Kolonien immer die üblichen Ausgaben. Hier zum Beispiel zur Hochzeit von der Prinzessin Anne oder hier zum 25. Hochzeitstag von Queen Elizabeth und ihr in Garten. Ja, das war es dann schon wieder im Prinzip zum Thema große Reise in die weite Briefmarkenwelt.
in ein ganz exotisches Land, nämlich den Pitcairn Islands, mit einer interessanten Geschichte. Also weil es ja auch mit der Bounty verbunden ist, macht es das Ganze natürlich so interessant und so spannend. Sonst würde sich wahrscheinlich kaum einer für diese kleine Inselgruppe im Südpazifik interessieren. Das Sammelgebiet ist auch durchaus erschwinglich. Ich konnte jetzt, glaube ich, nichts von höherem Wert entdecken. Also man sollte hier das Ganze, man kann diese Sammlung auch durchaus komplettieren, wobei es vielleicht manchmal etwas schwierig ist, an diese Magenraubtiere heranzukommen, obwohl sie gar nicht so wertvoll sind. Aber man muss irgendwie halt auch an die Magen herankommen, aber da gibt es natürlich verschiedene Bezugsquellen, eBay und so weiter. Und also richtig teure, hammermäßige Ausgaben gibt es nicht. Also es ist durchaus möglich, dass sich eine mehr oder weniger komplette Sammlung zusammenzustellen. Ich habe jetzt hier halt nur so einen kleinen Querschnitt in meiner britischen Kolonialsammlung. Dann hoffe ich, dass euch der Film gefallen hat, und wenn er euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Ich freue mich über jedes Like, also über diesen erhobenen Daumen, und freue mich auch über jeden Kommentar und auch über Fragen. Und Fragen versuche ich natürlich auch wie immer zu beantworten. Dann bedanke ich mich für euch, für eure Aufmerksamkeit, und dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Maradumi. Auf Wiedersehen!